Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir ein schönes, buntes Thema. Und zwar, ich werde dir Farben erklären. Jetzt, wir können uns vorstellen, ein Farbenkreis. Ein Farbenkreis besteht aus 12 Farben. Diese 12 Farben, wir können gruppieren und damit besser verstehen, worum es geht. In der ersten Gruppe werden wir gruppieren die Grundfarben oder primäre Farben. Die primäre oder Grundfarben heißt man so, weil sie nicht können durch andere Farben angemischt werden. In dieser ersten Kategorie haben wir 3 Farben, und zwar Blau, Rot und Gelb. Jetzt ist es dir wahrscheinlich schon klar. Du kannst Rot bekommen durch keine andere Farbe. Jetzt fangen wir an mit Rot. Rot, zum Beispiel rot wie Erdbeere. Oder Erdbeere ist rot. Hier können wir Hilfe aus Englisch holen, und zwar Red. Blau wie der Himmel. In Deutschland, der Himmel ist nicht oft blau, aber wir normalerweise sagen blau oder der Himmel ist blau. Oder Blaubeere kann auch. Dann haben wir Gelb als dritte Grundfarbe. Gelb ist schön wie Sonne und sauer wie Zitrone. Dann haben wir 3 sekundäre Farben. Warum nennt man sie sekundäre? Weil die sind entstanden von der Mischung von 2 primäre Farben. Zum Beispiel von Rot und Gelb, wir bekommen Orange. Dann aus Blau und Gelb bekommen wir Grün. Wenn wir Rot und Blau mischen, bekommen wir Violett. Unsere letzte Gruppe ist 6 tertiäre Farben. Dort haben wir Dunkelgelb, wie mein Hemd. Es besteht aus der Mischung zwischen Gelb und Orange. Haben wir dann Rot-Orange. Rot-Orange. Am meisten sind die Hausdächer Rot-Orange. Als dritte Farbe haben wir Purpurrot. Dann haben wir vierte Blau-Violett. Als fünfte haben wir Türkis oder Blau-Grün. Wenn wir sagen, ach, Meer hat so eine schöne, türkise Farbe. Und sechs, Hellgrün oder Gelbgrün. Noch haben wir Schwarz und Weiß, aber die gehören nicht zu diesem Farbkreis, worüber wir gesprochen haben. Wichtig ist, wenn eine Farbe als Substantiv dient, dann muss man Artikel, Neutrum Artikel das und die Farbe mit dem Großbuchstaben schreiben. Das Rot, das Grün, das Gelb. Ja, doch normalerweise nutzen wir die Farben und verwenden wir die als Adjektive und danach müssen wir sie natürlich deklinieren, wenn ein Substantiv folgt. Zum Beispiel, ich trage ein dunkelgelbes Hemd. Dunkelgelb S. Oder ich habe braune Haare. Wenn du dieses Video hilfreich findest, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal!